Moin, ihr Lieben, da sind wir wieder und wir stehen immer noch an dieser blöden Stelle hier. Ah, jetzt haben wir die Polizei gerufen und das hat uns jetzt wieder 9 Minuten gekostet. Ist das geil. Mal gucken, ob wir heute mal hier ankommen. Eine Stunde Verspätung. Manometer ist Berlin spannender oder groß, Leute, oder? Ist gar nicht so einfach, so einen großen Bus zu lenken. Das ist heiß hier drinne. Wenn Sie das bitte mal runterstellen, ist einem ja schlecht. Moment, ich muss mal eben nach der Heizung gucken. 40,4 Grad. Entschuldigt, Leute. Ja. Wie ist das denn, ey?
einmal pünktlich werden. Wenn sie denn mal einmal pünktlich wären, warum geht die scheiß Heizung nicht runter? Ja, jetzt mal gucken, ja. Was für eine Strecke, die kenne ich überhaupt nicht, ich bin noch nie gefahren. Bei der Hitze würde mir auch schlecht, Leute. Sowas von abgelost hier in Spandau. Ich glaube, wir sind angekommen bei Wien, ich habe mich täuscht. Ich glaube auch. Wir heute auch noch mal an. Hallo. Ich weiß es nicht, ob wir heute nochmal ankommen. Ist warm. Alten Meckerkörper da hinten. Hier, du fährst aber auch wieder versenkt. Ah, ja. Schon wieder...
34 Grad haben wir es im Bus und 42 Minuten Verspätung. Wie geil. Ja, mach das. Danke. Mal gucken, ob wir heute nochmal ankommen hier. Leute, was meint ihr? Kommen wir heute nochmal in Ruheleben an? Ich kenne die Strecke gar nicht. Ich hoffe nicht, dass ich gerade zweimal ums Ei fahre, weil ich zu blöd bin oder so. Kann wie sein, ne? Hallo. Hallo! Hallo! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag! Fahren wir mal einen heißeren Reifen, dass wir heute auch nochmal ankommen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, das für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Dankeschön. Richtig, der Fahrplan ist heute nur zur Deko da, weil der Geo fährt. Ich bin aus Friese. Was hast du erwartet, du Arschloch? Und die sitzt ja ohne Hose, so wie das aussieht. Guck mal, hier, da, die da. Pfui. Ich kann ja auch mal nackig Bus fahren oder so. Raus. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Das musste jetzt sein, sorry. Aber der schaukelt ganz schön auf die Kiste, habe ich festgestellt. Ich muss schon wieder die Werkstatt rufen. Die kommen auch jedes Mal ein bisschen aufgefallen, dass sie ganz schön spät dran sind. Ah, bitte. Ich habe gerade nur ein paar Leute zu kotzen gebracht, wenn nicht, alles gut. So Leute, wir sind jetzt bei 16 Minuten.
Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf die Pause. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich mich von meinem Lachkrampf erholt habe, okay? Verspätung 74,8 Minuten. Ha, ha, ha. Okay. Tschüssikowski.